Fallen in das Spiel an den Kommentatorenmikrofonen Mari Beugmann und Frank Buschmann. Schiedsrichter hat die Partie pünktlich angepfiffen. Wir freuen uns auf 90 tolle Minuten. De Bruyne. Er will ihn haben, der Ball. Kriegt er ihn? Könnte sich eine Chance entwickeln. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. So, jetzt überlegen Sie doch mal, möchten Sie in so einer Situation der Entscheider, der Schiedsrichter sein? Der Assistent, der macht alles richtig. Er hebt die Fahne, gute Sorge. Das wird er richtig gut mit, der Torwart. Eine richtig feine Aktion und völlig ohne Aufregung. Und in der Mitte sind Mitspieler frei. Jetzt ins Tor! Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst. Sofort angezogen und der Ball kommt her. Und jetzt gibt's Eckball. Der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Die Fans ärgern sich. Der Gegner kriegt nach der Ecke sofort wieder den Ball. Und die Kugel rauscht ins Tor aus. Abstoß ist die Folge. Wurde gestoppt. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. De Bruyne. Konnte keiner der Kollegen kriegen. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Kompen. Genau so geht man in den Zweikampf. Genau richtig getimt. Ein sauberes Tackling. Das war schwach gemacht. Es gibt Einwurf.
De Bruyne. De Bruyne. Und er erkämpft sich den Ball zurück. Zweikampf. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Es steht 0:0 zur Pause. Und jetzt warten wir auf die Offensivspieler beider Mannschaften. Also die nehmen sich heute nicht viel Buschen. Nee, das ist, wie man so schön sagt, auf Augenhöhe. Ich tippe auf Unentschieden. Der Schiedsrichter guckt sich nochmal um. Es sind alle da. Der Ball liegt am Anstoßpunkt. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Ja, da hilft ein Mannschaftskamerad aus. Steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Oh, die Flanke kommt super gut. Schon nach Hause gehen, aber jetzt kommt der erste Tor. Ja, es war ja bis hier wenigstens spannend, ne? Aber kein großes Fußballspiel. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Und schon wieder Eckball. Welche Kräfte braucht das Spiel? Es wird ausgewechselt. Langsam kann er sich... Und da war er wieder. Der berühmte schwache Fuß. Ja, und das Resultat spricht in diesem Fall Bände, Manni. Das sollte besser funktionieren. Steht in Kürze ein Wechsel an. Nein, das sind keine Egoisten, sie helfen ihm. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Das souveräner, aber die Hauptsache ist, der Ball ist weg. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen. Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Ein toller Pass. Achtung! Da hat er abseits gepfiffen. Beide Trainer haben sich dafür entschieden, jetzt nochmal auszuwechseln. Bei der
nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Das nennt der Abiturient antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Wenige Minuten noch zu absolvieren und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Viel besser als in dieser Situation. Und es gibt sie doch noch, die letzte Chance, um zum Ausgleich zu kommen. De Bruyne. Das Spiel ist aus. Der Schiedsrichter hat es mit seinem Pfiff zu Ende gebracht.